Also, danke für die Ausführungen, was die Juristerei, so wie alle sagen, betrifft. Ich bin aus der Praxis und möchte Ihnen jetzt... Entschuldigung. Es war... sollte nicht despektierlich gemeint sein. Nochmals, ich möchte Ihnen jetzt mal einen Überblick geben, wo genau wir dann so einen Dialog durchgeführt haben. Gut. Sie sehen da die schon heute Morgen präsentierten allgemein bekannten Vergabeverfahren im WTO-Bereich. Ich habe schon zwei Dialogverfahren durchgeführt und wir haben beide Dialoge im selektiven Verfahren gewählt. Wir hätten das sicher auch im offenen machen können, aber weil das erste so gut gegangen ist, haben wir im zweiten dann auch selektiv gemacht. Hier in diesem gelb eingerahmten, in dieser gelben Einrahmung, das ist der Ort im Prozess, wo wir eben dann diesen Dialog durchgeführt haben. Ich komme jetzt ein bisschen mehr ins Detail. Auch da in dieser Folie sehen Sie die gelbe Einrahmung, der ganze Dialog, der kleine Griff in die Trickkiste, der Dialog, der hier umrandet ist, den haben wir in drei Teile unterteilt. Wir haben denen drei Teilen dann jeweils gesagt, das sind Dialogrunden. Und jetzt komme ich zur Runde. Sie sehen vom Zeitraum her, der erste Dialog haben wir gemacht während der Offertenphase. Das heißt, nach der Präqualifikation, als die Anbieter ausgewählt waren, haben das zweite Pflichtenheft bekommen und circa zwei Wochen, 1 bis 2 Wochen vor dem vorläufigen Angebot, haben wir schon bereits eine Dialogrunde gehabt. In dieser Dialogrunde war der Hauptschwerpunkt, eigentlich Informationen rüberzugeben. Es ging darum, die ziemlich komplexe Angelegenheit dieses Projektes so darzulegen, dass die Anbieter nicht nur in einer Fragerunde, die sie ja vorher hatten, nicht nur in einer Fragerunde Informationen bekommen, sondern direkt an diesem Dialog. Gleichzeitig haben wir die kritischen Elemente wie Termine, wie Organisation, wir haben die Vorstellungen, was wir verstehen unter Projekt, Durchführung und Lösungsentwicklung, das haben wir denen allen Anbietern jeweils separat gegeben. Übrigens vielleicht noch einen kleinen Hinweis, wir haben pro Anbieter jeweils einen halben Tag Dialog gehabt, also circa 4 bis 5 Stunden und das jeweils dreimal, also für alle drei Dialogrunden, immer separat. Dann, 2 Wochen später, gingen diese vorläufigen Angebote ein und das Evaluationsteam hatte die Möglichkeit, sich schon bereits psychisch vorzubereiten auf die nächste Dialogrunde, die hier gekommen ist, 2 bis 3 Wochen nach dem ersten Dialog. Dort war der wesentliche Inhalt, dass die Anbieter alle ihre Offerten präsentieren konnten, ihre vorläufigen Angebote uns präsentieren konnten. Wir konnten so schauen, ob die Konsistenz zwischen Offerte und eben dann zwischen Unterpräsentation, ob die stimmt. Gleichzeitig haben wir auch da wieder offene Fragen beantwortet, so wie wir es im ersten Dialog gemacht haben, und haben den Anbietern einen Vertragsentwurf abgegeben. Dieser Vertragsentwurf, den konnten Sie für die nächste Dialogrunde aufarbeiten. Und da wäre ich schon in der dritten Dialogrunde. Die dritte Dialogrunde hat
circa eine Woche vor dem finalen Angebot stattgefunden. Die Schwerpunkte in dieser Runde waren eben, man hat die kritischen Elemente wieder vom Vertrag dem Anbieter übergegeben. Man hat speziell verzichtet auf Vertragsverhandlungen, das aus Gründen der Gleichbehandlung, die nicht mehr gewährleistet wäre. Man hätte mit allen drei oder vier Anbietern Vertragsverhandlungen führen sollen. Gleichzeitig hatten wir einen enormen Zeitdruck. Und auch hier waren wieder Fragen zu beantworten, die die Anbieter die Möglichkeit hatten zu fragen. Und eben wir auch noch. Es hat sich aber aus der Praxis, auch im zweiten Dialogs-WTO, das ich begleitet habe, gezeigt, dass eigentlich in dieser Phase dann keine Fragen mehr offen sind. Es war ziemlich viel klar. Ja, man hat ja auch viele Informationen gegeben über diese drei Runden. Nach der eine Woche, oder ich glaube es waren sogar 10 Tage, haben die Anbieter die finalen Angebote eingereicht. Und das Evaluationsteam konnte beginnen zu evaluieren. Wir haben für die ganze Angelegenheit von der Anfangs der Eingabe, der Angebotsfrist bis zur finalen Angebot circa 3 Monate gehabt. Ist aber nicht für zu verallgemeinern. Ich habe auch schon ein WTO begleitet, wo wir jeweils einen Tag aufgewendet haben pro Dialogrunde. Und je nach Informationen, die sowohl auf unserer Seite als auch auf der Seite von den Anbietern dann erarbeitet werden müssen für die Dialoge, je nach Information kann natürlich auch die Dauer dann etliches länger werden.